Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute Morgen nochmal umgezogen in eine andere Villa, in die Villa Shakti. Shakti, Shakti, Shakti. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie heißt die Villa? Jetzt habe ich ja den Namen vergessen. Ich glaube Shakti. Ah, ist ja auch egal. Nee, Krishna. Krishna, Villa Krishna. In die Villa Krishna bin ich eingezogen heute Morgen. Hier ist meine tolle Hängematte, in die werde ich jetzt gleich eintauchen. Wir hatten hier gerade noch ein Meeting mit den Akademieteilnehmern, die bei mir in der Akademie sind. Es waren ja jetzt welche hier beim Lebensfreude-Retreat dabei, die nicht in der Akademie sind, und es waren welche dabei, die in der Akademie sind. Und da hatten wir noch ein Abschlussmeeting, und ach, das war wieder so genial. Wir haben noch mal so einige letzte Dinge anschauen können und noch auflösen können auf so ganz unkonventionelle Art und Weise. Und dafür bin ich noch mal so dankbar, dass ich diese Rückenstärkung jetzt, zwei fliegen heute schon nach Hause, andere bleiben noch, dass ich das noch mit auf den Weg geben konnte. Oder wir alle so als Gruppe, wir fühlen uns alle so auch miteinander verbunden. Es war wirklich eine einzigartig geniale Gruppe, diesmal hier zusammengekommen auf Bali. Und jetzt habe ich die Idee gehabt, ich zeige dir mal, wie schön es hier ist, was für eine tolle Villa ich hier habe. Family ist auf dem Weg nach hier. Ich freue mich natürlich, wenn ich jetzt meinen Mann und meine beiden wunderbaren Kinder hier in den Arm nehmen darf, wenn die endlich hier sind und wir dann noch eine wunderbare Zeit hier verbringen dürfen. Ich habe heute Morgen noch ein paar Ausflüge für uns gebucht. Werde ich dich auch mitnehmen, und jetzt schalte ich mal die Kamera um und zeig dir mal unsere tolle Villa hier. Hier hatten wir eben noch unser Abschlussmeeting. Jetzt nehme ich dich mal mit rein in unsere tolle. Das ist die Küche, Kühlschrank, Küche. Und hier ist so eine riesengroße Couch. Da kann man sich abends noch gemütlich machen. Mein Arbeitsplatz hier. So lässt sich's arbeiten, zwischendrin mal ein Stündchen. Und dann geht es hier weiter in den Flur. Hier geht es ins Bad. Wir haben zwei Bäder. Das ist ein Bad, das wir haben. Ich liebe das hier, dass alles so offen ist. Keine geschlossenen Räume. Das ist. Internetverbindung geht immer wieder weg. Das Internet wollte gerade diese nackte Frau hier wohl nicht übertragen. Okay, und ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Hier ist alles immer so liebevoll auch dekoriert. Und Bodywash und Shampoo ist hier im Übrigen auch immer zu 100% ökologisch abbaubar. Und schaut mal, diese schöne Dekoration. Das wird jeden Tag hier neu gemacht. Hallo. Und hier die Handtücher in so einer wunderbaren Dekoration. So, und dann gehen wir mal eine Etage höher. In den oberen Bereich. Schalte die Kamera nochmal um. Da sind dann die Schlafräume und da ist auch noch ein Badezimmer. Mal schauen, wer welches Badezimmer haben möchte. Das ist auch ganz wunderbar hier dekoriert. Oder? Auch da Blumenschmuck am Bett. Da draußen ist die Terrasse, da nehme ich dich auch gleich mit hin. Auch eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, die hier einfach herrscht. Und dann gehen wir mal raus auf die Terrasse. Da werde ich mich wohl heute Nachmittag noch ein bisschen zurückziehen, denn ich habe noch ein paar Termine online, wo ich die Zeit jetzt noch nutze, bis die Family dann hier ist. Und ja, ich dann auch
maximal ein halbes Stündchen am Tag noch die nächsten Tage, wo wir gemeinsam hier sind, arbeiten werde. Und ich werde auch demnächst den Link hier in der Gruppe posten. Kleiner Vorgeschmack jetzt mal hier, was dich erwartet. Du hast das ein oder andere Feedback ja schon von unseren wunderbaren Teilnehmern mitbekommen. Also wenn du in 5 Tagen wirklich mal einen Quantensprung in deinem Leben machen möchtest, dann unbedingt nächstes Jahr hier mit dabei sein. Link kommt aber noch die nächsten Tage irgendwann hier in der Gruppe. So, und jetzt werde ich mir einen mega leckeren Thymian-Tee besorgen. Der ist hier obermega lecker. Und mich dann erstmal so ein bisschen entspannen, bevor es dann an den Computer erstmal noch geht. Okay, ich wünsche dir einen wunderbaren Start in den Tag. In Deutschland ist es ja jetzt früh morgens und hier auf Bali haben wir schon Mittag. Bis dahin, ciao!